Stefan, danke. Trinken und ich spreche. Hallo, ich bin die Anne, das ist der Stefan. Wir sind ein Ehepaar und zusammen sind wir, er ist der Gründer, ich bin da irgendwie dabei. Co-Founder. Ja, Co-Founder von Ankerkraut. Wir machen Gewürze ohne Zusatzstoffe und wie es dazu gekommen ist und warum wir beide heute dieselben Schuhe tragen, ohne dass wir das wussten, erzählt jetzt der Stefan. Ja, hi, ich bin Stefan. Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen, an das ganze Team und an Absolut. Und Mann, ganz schön viele Leute hier. Puh. Wir haben sowas noch nie gemacht, also ja. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Schlimmer als Fernsehen. Ja, da sind nicht so viele Leute. Also, ich habe Ankerkraut 2013 gegründet mit meinem Freund Hauke, der heute leider nicht mehr mit dabei ist. Dazu komme ich später nochmal. Wir wollten eine neue Marke machen in der Gewürzwelt, wo für uns oder besonders für mich, weil ich bin der Koch von uns beiden gewesen oder der gerne mit Lebensmitteln hantiert, wo die Verpackung ein bisschen besser ist, die Qualität gut ist und das trotzdem alles noch zum vernünftigen und normalen Preis. So, weil das gab es nämlich am Markt nicht. Es gab einmal die Billigsachen, die ihr alle aus dem Supermarkt kennt. Ich sage jetzt die Marken einfach, ist ja egal. Fuchs, Ostmann. Und dann gibt es Premium-Marken, die fangen so bei 8, 9, 10, 12 Euro an. Und wir haben gesagt, wir müssen da irgendwo in die Mitte. So. Und das natürlich alles ohne Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe. Wieso soll das da rein? Wieso gehören Farbstoffe oder Rieselhilfen in Gewürze rein? Wieso sollen wir das essen? Es bringt einfach nichts. So. Und als der Stefan sich das überlegt hat, dass er das macht, war ich gerade schwanger mit unserem zweiten Kind. Er hatte einen guten Job und hat gesagt, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt Gewürze. Und ich habe gesagt, du bist doch bekloppt. Ja. Und alle anderen haben das auch gesagt. In der Tat muss ich sagen, der Einzige, der an mich geglaubt hat, war mein Steuerberater, den wir heute leider nicht mehr haben. der hat zu mir gesagt, Stefan, du machst das. Du verdienst mit allen Sachen Geld, das schaffst du. Gut, selbst meine Frau, alle haben gesagt, das geht nicht. Aber ich hatte ja meinen Mitgründer, der gesagt hat, komm, das machen wir jetzt mal. Wir nehmen unser angespartes Geld und ja, gut. So, okay, das waren schon 2,5 Minuten. Ja, okay, gut, dann fange ich an. Also, 2013 ging das Ganze los. Haben wir uns ein Büro gemietet in Wilhelmsburg, schäbige Kfz-Werkstattplatz und da hatten wir 50 Quadratmeter Räume, da haben wir alles gemacht. Produktentwicklung, Lager, Buchhaltung, Mischen, alles. Also wir haben angefangen, dass wir verschiedene Rohstoffhändler ausprobiert haben und ich relativ schnell gemerkt habe, okay, Gewürze sind nicht gleich Gewürze. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, wo man die Sachen einkauft. Da ich gerne reise, hätte ich das gerne selber gemacht, aber wir kaufen die Ware konsequent in Deutschland ein, auch aus rechtlichen Gründen einfach, damit wir nicht haftbar sind als Verkehrbringer in die EU. So. Und dann hattest du eine gute Idee mit einem guten Namen. Dann hatte ich eine gute Idee mit einem guten Namen, der Name Ankerkraut, falls es irgendjemanden interessiert. 2:30 nachts im Büro, ich bin auch so ein bisschen Photoshop-mäßig, habe ich so ein Etikett gebastelt und als Marktfirmenname hatte ich irgendwie noch Gewürzschiff oder sowas. Gewürzpiraten oder sowas. Und dann habe ich das Gewürz, habe ich gedacht, das muss jetzt derb klingen. Ich gesagt, Ankerkraut. So. Nächsten Morgen komme ich ins Büro und mein Kollege Hauke sitzt und sagt so, wer hat das denn gemacht hier? Der Name ist ja super. Und ich so, nee, Quatsch. Und dann haben wir uns so hingesetzt und das angeguckt und haben wir gesagt, warte mal, das ist der Name. So, das ist nämlich zum Beispiel auch was ganz, ganz Entscheidendes, Markenname. Ja, ich weiß nicht, wir haben monatelang gesucht oder wochenlang. Wir haben lange gesucht. Man braucht ja heutzutage, muss man gucken, okay, ist da ein Markenschutz drauf? Gibt es den Handle bei Twitter? Gibt es bei Facebook was? Ist die Domain frei? Ganz wichtig. Und ich muss heute sagen, rückblickend genau richtig, so einen Namen zu nehmen, der komplett abstrus ist. Ja? Einfach, weil die Leute sich den auch merken können. Ja, würden wir Gewürzkrug 34 heißen oder Gewürzshop 24? Das kennst du noch aus dem Fernsehen? Ach so, hier ist es, ja, okay. Der Stefan sagen will, dann hatten wir einen Namen. Also ich treibe ihn ganz gerne so ein bisschen an, der Stefan verzettelt sich. Also wir haben uns trotzdem lieb. Die haben uns gesagt, wir sollen die Geschichte erzählen und das ist die Geschichte, die dauert halt nun mal länger als 12. Gut, das ging mal auf Zähne. Also der nächste Punkt ist, dann hat er Gewürze gemacht und hat die in ein Glas gefüllt und das war irgendwie ganz schön, aber so richtig der Bringer war es auch nicht. Stopp! Und dann kam meine Frau.
Nein, nein. Also wir haben in der Tat angefangen, weil Gewürze sind lichtempfindlich, wie wir auch oft gesagt kriegen. Ja, deshalb hatten wir unser Glas erst weiß angemalt. Wir haben so ein Korkenglas, ich weiß nicht, wir haben leider keinen Rechner mit, wir haben zu wenig Zeit gehabt. Also wir haben ein Korkenglas aus Glas mit einem Korken oben drauf. So, da kann man reingucken. Früher war das weiß, aufgrund des Lichtschutzes. Dann war der Produzent, konnte das nicht mehr machen. Und dann haben wir gesagt, Mist, was sollen wir machen? Dann machen wir jetzt einfach mal eine Reihe Special Edition aus Klarglas. So, die Special Edition war nach 4 Stunden ausverkauft und nach 2 Wochen lang mit dem klaren Glas haben wir gemerkt, nee, das ist meine Uhr. Nee, ich gucke auf die Uhr. Achso. Nach 2 Wochen haben wir gemerkt, okay, scheiß drauf auf Deutsch, wir machen das jetzt so. Go, go, go. Also, dann war es halt irgendwie so, dann sind wir halt irgendwie live gegangen und haben Gewürze verkauft und saßen jeden Abend auf unserem Sofa und haben immer in den Shop reingeguckt und haben gesagt, wow, eine Bestellung von Jan, mega, ja, am nächsten Tag war eine Bestellung von Tante Karin und am nächsten Tag war eine Bestellung von, wir kannten die Leute immer. Und dann 4 Monate später waren da auf einmal, wow, guck mal, da ist ein Name, kennst du den? Nee, kenne ich auch nicht. Ach krass, das hat jemand gekauft, den wir nicht kennen. Und so hat sich das dann irgendwie so ein bisschen entwickelt. Und dann kam der Punkt, wo Stefan und sein Mitgründer Hauke irgendwie in eine andere Richtung gehen wollten. Hauke hat gesagt, was sicherlich auch sehr schlau gewesen wäre, wir machen jetzt Gewürze für vegane Frauen, abnehmen, super gesund. Und Stefan hat gesagt, boah nee, aber ich esse doch so gern Fleisch. Wir machen jetzt Gewürze für Griller. Und da konnten die sich halt einfach nicht mehr einigen. Und letztendlich, da sitzt ein Griller, hallo, wir sponsern dieses Grillteam, guten Tag. ja, und so kam das dann, lange Rede, kurzer Sinn, dass es an einem Punkt war, wo der eine nach links gesagt hat, der andere hat nach rechts gesagt und dann ging es halt einfach nicht mehr weiter. Ich habe das gemerkt, Stefan war nicht glücklich und dann war klar, okay, wir trennen uns hier. Es wurde ein Kompromiss gefunden und fortan war Stefan dann alleine. So, der Laden hat einen Pivot gemacht, wir haben gesagt, Grillgewürze. Die Entscheidung war genau richtig. Der Markt war reif für ein neues Produkt, das waren wir. Genau, dann sind wir noch umgezogen. Ne? Also wir sind auch sehr gut in Umzug, muss man sagen. Ja. Wir ziehen so gerne einmal im Jahr um. So. Das haben wir auch gemacht. Die erste Mitarbeiterin hatten wir übrigens Ende 2013, Melli. Die hat alles mit uns zusammen gemacht. Melli ist auch heute noch bei uns, die lassen wir auch nicht gehen. Die bleibt bis zum bitteren Ende. Ja, Melli hat dann da bis in die Tiefe in die Nacht, Weihnachten hatten wir auf einmal Weihnachtsgeschäft. Wir haben gedacht, wer kauft denn unsere Sachen an Weihnachten? Okay, hat sie dann mit uns Gewürze gemacht und getan. So, 2014, Stefan? 2015 kam Anne dann mit dazu. die war eigentlich beim Laden in Hamburg angestellt und wir haben gemerkt, okay, wir haben 2 Kinder, sie hat einen Job, ich habe einen Job, irgendwie funktioniert das so nicht. So, und dann macht man das Klügste, was man machen kann, man arbeitet mit seiner Frau zusammen. Was? Das Gute ist aber, wir sehen uns nicht. Da hinten sitzt unsere Kollegin Juliane. Also wir teilen uns das quasi so. Stefan arbeitet morgens von zu Hause aus. Ich bringe die Kinder weg und gehe dann zur Arbeit. Wir sehen uns eigentlich gar nicht. Also deswegen und klappt das ganz gut. Ich fahre in die Firma, wenn sie los muss, ungefähr so. Also nein, es ist schon, also das ist in der Tat nicht ganz einfach, mit seiner Frau zusammen zu arbeiten. Ganz besonders, wir sind beide ein bisschen Alpha-Tierchen. Das ist manchmal ein bisschen schwer, aber es geht. Also wenn man sich zusammenreißt, geht das. So. Stefan ist der Chef. Also in letzter Konsequenz ist Danke. Stefan der Chef und das muss man. Kann ich nochmal auf den Zettel gucken, bitte? Muss ich akzeptieren. Die Uhr läuft. Hier war noch was. Also Barbecue hat sich halt herausgestellt, dass mit den Grillgewürzen, Barbecue ist ein Riesenthema irgendwie auf einmal geworden in Deutschland. Die Leute stehen am Wochenende nicht nur draußen und grillen eine Bratwurst, sondern die wollen Steak, Pulled Pork, was auch immer. Und da kann man dann die Gewürze aus den USA nehmen, da ist dann Glutamat oder sonst was drin. Es gibt auch noch natürlich andere Mitbewerber auf dem Markt, aber irgendwie haben wir da eine Lücke gefunden. DHDL? Ja, das kommt dann auch. Go! Ja, dann waren wir letztes Jahr im Januar, haben wir die schöne Nachricht bekommen, dass wir eingeladen werden zu der Höhle der Löwen. Da waren wir dann ganz aufgeregt und das lief ganz gut für uns. Und dann sind wir erstmal nochmal umgezogen. Wir haben uns dann, also sagen wir mal zwischen 2013, erster Mitarbeiterin, sind wir inzwischen bei 50. Wir haben... Ja, also die Höhle der Löwen war natürlich für uns so ein Ding. Mir war das schon immer klar, ich komme aus dem PR-Bereich. Ich habe früher PR für Scooter und solche ganzen tollen Sachen gemacht. Tolle Sachen. Atzen Scooter ist total super.
Wir müssen die Sendung machen, weil wenn wir das nicht machen, dann macht es jemand anders. Ich sitze auf meinem Sofa, gucke zu, wie ein Mitbewerber von uns das da macht, diesen Auftritt hat und wir halt nicht. Und da habe ich gesagt, wir müssen das machen. Wir hatten Glück, die fanden das gut, so wie als Ehepaar. Gegen meinen Willen. Also ich wollte es erst nicht. Denk jetzt natürlich auch, wie bescheuert warst du, dass du gesagt hast, nein, ich mache das nicht. Und zum Glück habe ich eine Frau, die mich dann auch zu solchen Sachen ein bisschen zwingt. Ist natürlich auch, ich meine, wenn man hier so steht, ist es auch schon aufregend und spannend. Aber wenn man da im Fernsehstudio steht und wir gucken Shark Tank und DHDL, seitdem es das gibt, und dann bleibt einem schon ganz schön der Kloß im Hals stecken, muss ich sagen. Und man muss ja auch sagen, das kann ja auch irgendwie blöd für einen laufen. Ja. Also wir hatten schon wirklich sehr großes Glück. Wir wussten, okay, es kann sein, dass die uns da auseinandernehmen, dass die sagen, ihr habt ja nichts vorbereitet oder was sind denn das für Zahlen, was wollen sie denn hier, 300.000 Euro für 10%, was ist das denn für ein Quatsch? Aber das lief ehrlich gesagt alles sehr gut. Wir waren 1,5 Stunden dabei, wir haben tolles Feedback bekommen und hinterher einen Deal mit Frank Thelen gemacht, der letztendlich auch im realen Leben hinterher noch umgesetzt worden ist, nach schwerem Kampf, muss man auch sagen. Also, aber wir sind sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung und Frank hat uns viele Türen geöffnet, durch die wir alleine selber gehen müssen. Keine Werbung, bitte. Was denn? Nee, ich sag ja nicht. Aber hast du gesagt, ne? Läuft. Nee, warte, wer hat das super gesagt? Super. Okay, gut. Als letzten Satz, was können wir als sagen? Als letzten Satz, wir suchen jetzt gerade mal wieder was zum Umziehen. Also wenn jemand was kennt. Ah genau, warte. Und wir suchen Mitarbeiter. Kollegen. Wir suchen Mitarbeiter, Vertrieb, Softwareentwicklung und Marketing. Content Management. Wer Bock hat, schreibt an Stefan. Growth Hacker. Ja, alles. Also wir wollen wachsen noch weiter. Deshalb brauchen wir Hilfe von guten Leuten. Hallo, Kanzler. Ding.